Wieslop im Bunde, Baureihe 151, die erste von zwei, die wir haben. Auch hier sieht man, da fehlen die besten Sachen. Wo sind die Aufbauten auf dem Dach? Wo sind die Pantographen geblieben? Die 151, ich fand die damals immer geil. Und die sieht aus wie die große Schwester oder der große Bruder der 111. Weil die 111 sieht so ähnlich aus, nur halt, sie ist vom Gehäuse ein bisschen kleiner. Sie hat drei Fenster und von den Lüftergittern nur zwei. Sieht aus wie eine kleinere Version der 151. Deswegen mache ich auch die 111. Leider als Märklin-Version haben wir die leider nicht. So, die hat zwar einen Schleifer drunter, aber da schleift nichts. Vorführeffekt gerade. Naja, auf jeden Fall, was sie macht, normalerweise sind Geräusche. Und sie fährt auch nicht. Jetzt macht sie gerade gar nichts. So. Das ist sie, so sieht sie aus. Auch hier wieder ein Kreuz drauf. Ihr wisst schon warum. Das Mittelteil hier zwischen den Stromabnehmern ist hier nicht drin. Das liegt in Karton. Das habe ich damals markiert, um dann wieder rauszufinden, zu welcher Lok es gehört. So, das ist sie hier. Ein Haftreifen sehe ich. Stromabnehmer. Auch hier eine Kupplung. Aber nur eine. So, und da sind zwei Kabel ab, innen drin. Deswegen normalerweise, wenn man sie draufstellt und fahren lassen möchte, macht sie nur die Lampen an und macht dann die typischen Geräusche, dieses kann ich nie nachmachen. Puffer sind dran. Ja, da muss man die Kabel dran löten. So, warum sie jetzt keine Geräusche macht, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich schüchtern, die Gute. So. Das war eigentlich gewesen. Wie gesagt, Pantographen brauchen wir. Müssen wir ein bisschen löten. Und dann müssen wir gucken, dass wir die dann fahrbereit kriegen, dass sie zumindest ein bisschen fährt. Um zu gucken, was mit der los ist, ob die noch andere Defekte hat. Aber ich meine, damals, wo ich klein war, fing es auch schon an, dass sie dann nicht mehr gefahren ist, einfach nur noch die Geräusche gemacht hat. Und das gleiche galt auch für die Zwillingsschwester von ihr, die wir jetzt gleich sehen werden. Noch ein kleiner Nachtrag. Die Gute, die gab es damals unterm Weihnachtsbaum mit zwei Personenwagen in passender Lackierung.